Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier bei einer neuen Ausgabe von Steinzeit. Ich habe das Vergnügen, ein Gespräch fortzusetzen, das ich schon vor längerer Zeit mit einem Finanzexperten aus der Schweiz begonnen habe. Und ich freue mich sehr, dass er wieder zu uns gekommen ist. Und zwar sage ich Hallo, Herr Hans-Jürgen Klausner. Hallo, hallo, herzlich Herr willkommen. Stein. Freut mich sehr. Sie haben die Hanka wieder mitgebracht, unseren Studio-Maskottchenhund. Ja, sehr richtig. Die ist entspannt und Ihnen geht's gut? Danke, gleichfalls. Ihnen auch. Für mich wohl, ja, sehr gut. Ich bin ja mit Gesundheitsprodukten hier, da sollte es mir gut gehen. Ich würde, bevor wir in unser Thema einsteigen, es geht ja um verschiedene Themen, die wir uns heute ausgesucht haben, gerne zwei, drei Fragen stellen, und zwar, wie Sie die Welt momentan wahrnehmen. Also auf der einen Seite haben wir unglaublich technische Fortschritte, gerade was Silicon Valley angeht, der Start der neuen Rakete war jetzt gerade aktuell. Dann gibt es verschiedene technische Entwicklungen, wo man sagen könnte, ja, da geht es in die richtige Richtung. Und auf der anderen Seite denkt man sich, ist die Welt denn komplett verrückt geworden? Ja. Der Trump wird für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, das Geschacher in Deutschland um die neue Regierung, die Leute sind irgendwie alle orientierungslos. Also es gibt auf der einen Seite gute Zeichen, auf der anderen Seite denkt man, oh Gott, das System fliegt uns jetzt um die Luft. Was ist denn Ihre Wahrnehmung von der Zeitqualität, die wir gerade haben? Ja, gute Frage. Ich bin 20 Jahre ja im Finanzbereich als, ich möchte sagen, Lösungsanbieter unterwegs. Habe ja 96 begonnen, Vorträge zu halten und bin mit vielen Finanzexperten zusammengekommen dadurch. Ja. Jeder Dritte wusste, wann das Finanzsystem zusammenbricht, also demnächst kurz. Ja. Also es hat jetzt doch 20 Jahre überlebt. Und ich habe mich dann auch immer gefragt, warum überlebt das so lang, obwohl es mathematisch schon längst hätte zusammenbrechen müssen durch die sogenannte Exponentialfunktion, wie man ja weiß, der Zins macht aus dem Geld ein Pyramidenspiel, ein sogenanntes. Und ich habe dann festgestellt, dass durch die Konkurswelle der letzten 20 Jahre, wo wir in der Schweiz, ich habe ja immer die Zahlen der Schweiz natürlich recherchiert, ich habe immer die Nationalbankbilanzen jedes Jahr gelesen, eigentlich alle Quartal, bin ich auf die Nationalbank gegangen, habe das Heft geholt. Die haben sich immer gefreut, dass wenigstens ein, zwei Leute das lesen, was die da stapelweise drucken. Ja? Interessiert keinen Menschen und man muss auch wissen, welche Bilanzen man lesen muss. Und dann findet man dann schon die Hinweise, die ich heute auch dann erklären werde, warum es uns eigentlich schlecht geht und warum das System noch nicht zusammengebrochen ist. Nämlich die Konkurswelle der letzten Jahre hat Zinsgeldverpflichtungen mit Banken, ich sage dann immer zu sogenanntem grauem Geld gemacht. Die Bank wusste nicht mehr, wo das Geld ist, weil der Schuldner pleite gegangen ist. Und dieses Geld hat eigentlich uns am Leben erhalten, weil es irgendwo zirkuliert und niemand weiß genau wo. Mhm. Und wenn die Börse mal wieder runterkracht, dann kommt irgendwo aus Japan oder sonst woher einer, der stützt sie wieder mit genau diesem Geld, von dem niemand wusste, dass es noch vorhanden ist. Mhm. Aber jetzt habe ich Hinweise von hochspirituellen Menschen ein bisschen, halt in der Thematik muss man sich auch ein bisschen auskennen. Dort wird jetzt schon davon geredet, dieses Jahr wird es ganz, ganz komisch zu und her gehen, sage ich mal. Ja? Mhm. Also was man seit 20 Jahren erhofft hat, viele erhoffen das ja auch, dass es zusammenbricht, weil alle sagen, so kann es nicht weitergehen, aber keiner weiß, wie es weitergeht. Mhm. Und das war eigentlich meine geistige Sportaufgabe, die ich mir gegeben habe als Unternehmer, habe mich immer gefragt, wie könnte man das System mal wieder auf eine neue Basis stellen? Das sind ja unsere Themen. Aber eben, wenn ein System crasht, wir reden ja alle vom großen Finanzcrash, dann wird es keine Bank mehr geben, die offen hat. Die Konten werden gesperrt sein, das Schließfach wird nicht erreichbar sein, auch Gold im Schließfach wird nicht sicher sein. Und auch die Versicherungen werden nicht mehr zahlen können. Und was macht der Arzt, wenn er weiß, es gibt keine Versicherung mehr, die seine Rechnung bezahlt? Ja, der macht dann auch zu. Mhm. Und darum habe ich eigentlich Finanzsystem mit Gesundheitsprodukte im Selbstversorger-Anwendungsfall jetzt hier kombiniert. Und wir wissen alle, beim Wasser muss man beginnen. Mhm. Beim guten, strukturierten Quellwasser. Also das jetzt sind Sie gleich ins Thema reingesprungen. Also wenn ich es jetzt mal so wiederhole, was Sie gesagt haben. Es knirscht und kracht an allen Ecken und Enden. Und hier im Jahr 2018 scheint sich es auf irgendeinen Punkt zu akkumulieren, dass wir sagen können, dieses Jahr wird es wahrscheinlich krachen. Oder so was heißt es krachen? Oder das System wird mächtig
An seine Grenzen stoßen wahrscheinlich. Genau, ja. Solche Aussagen habe ich früher immer von mir gewesen. Ich wollte nicht als falscher Prophet dann wieder dastehen vor meinen Leuten, die mich an Vorträgen dann sagen, ja, jetzt haben sie wieder letztes Jahr prophezeit, das kracht zusammen, das läuft ja immer noch. Eben diese Frage würde ich jetzt für dieses Jahr doch beantworten, sagen, dieses Jahr muss man sich also auf einen Crash vorbereiten. Ja. Okay, also das liegt was im Busch. Schauen wir mal, inwieweit es geht. Es gab ja jetzt Anfang des Jahres auch schon mal einen kleinen Einbruch an der amerikanischen Börse, mal einen Tag, wo es einen größeren Kurssturz gab wie je zuvor. Es hat sich wieder wiederholt und die Leute steigen jetzt wieder ein in das Geschäft, aber es rumort irgendetwas. Also ich spüre ein gewisses Zittern, so wie so eine elektromagnetische Spannung in der Luft, egal in welchen Bereichen. Wir beobachten es ja. Ja? Richtig. Aber Sie kommen jetzt und sagen, Sie haben ein System entwickelt, das nicht nur ein neues Finanzsystem beinhaltet, sondern Sie sagen, die Basis von einem neuen System ist eigentlich die Gesundheit. Dass man zuerst die Gesundheit auf ein gutes Niveau stellen muss und dann kann sich erst ein neues System entwickeln. Ich sag's noch deutlicher, die Selbstverantwortung ist die Basis. Und zwar in allen Bereichen. Mhm. Ja. Fängt eben bei der Selbstversorgung, das machen schon viele an, für Nahrung, Kleidung und so weiter. Dann Selbsttherapie, sich selber in der Familie wieder therapieren, das kennen wir. Und danach müssen wir eine neue Finanzbasis haben. Mhm. Ja. Die fällt nicht vom Himmel und die ist noch nicht vorbereitet. Also ich habe 20 Jahre Vorarbeit geleistet, seit 96 und das können wir ja jetzt heute auch wieder ein bisschen in einem Bereich wieder verdeutlichen. Das heißt, Sie ernten jetzt die Früchte eines Baumes, den Sie vor 20 Jahren gepflanzt haben. So ist es, genau. Okay. Ja. Ist er denn jetzt reif? Für mich ist er jetzt reif. Okay. Ja. Okay. Ich habe viele Hinweise bekommen, jetzt ist er reif, jetzt musst du diese Informationen YouTube-konform präsentieren, weil ich habe aufgehört, 2005, da gab es noch kein YouTube, darum gibt es von mir keine Videos meiner damaligen Vorträge, die ich gehalten habe mit diesen Präsentationen. Aber ich habe mich immer gefragt, wann ist der richtige Zeitpunkt und das ist ja eigentlich jetzt. Mhm. Ihre Basis scheint zu sein Wasser. Wir haben ja beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, über das Kristallwasser. Sie haben eine besondere Art von Wasseraufbereitung, Wasserveredelung entwickelt. Warum Wasser? Weil es einfach die Grundlage allen Lebens ist, weil wir zum größten Teil aus Wasser bestehen. Ist das ganze Geheimnis? Ja, die erste Botschaft, habe ich beim letzten Video auch erwähnt, war das Verrückte, dass ich wieder meine Firma mit der Präsentation eben meiner Wirtschaftstheorie wieder aktiviert habe, wieder eine Genossenschaft gegründet habe, 2011 auch eine Partei gegründet habe. Und dann kommen Leute zu mir und sagen, du kannst dir die Übung sparen, die haben dich vorher 10 Jahre nicht verstanden. Wenn die jetzt nicht mit Kristallwasser ihren Geist klären, das Kristall macht fokussiert, macht klar im Denken, räumt die Gifte weg. Das heißt, wir sind im Gehirn so wie betrunken oder wie unter Drogen stehen. Erst wenn du das einsetzt als Zusatz, dann macht es Sinn, dass du den Leuten was Kompliziertes über Geldsystem erklärst, weil Geld versteht keiner. Ich hatte vor einer Woche auch einen Politiker, der hat mir gesagt, wo ich ihm gesagt habe, wir gründen jetzt eine Partei in der Schweiz, da sagt er, was mit so einem komplizierten Thema, das versteht doch keiner. Geld ist ein Thema, das interessiert niemand. Er will einfach wissen, ob Ende Monat wieder was auf dem Konto eingezahlt wird vom Arbeitgeber. Aber wie man Geld schöpft, und meine Vorträge hießen immer, das Geheimnis der Geldschöpfung, das wollte niemand wissen. Und es ist auch sehr kompliziert. Und dann hat mir das Universum Kristallwasser geschickt, vor 4 Jahren. Und wenn ich Sie dann richtig verstehe, dann ist es notwendig, den geistigen Müll erstmal loszuwerden, den wir mit uns rumschleppen, sozusagen eine Klärung des Verstandes, um dann einen Boden zu bereiten für die Informationen, die Sie haben. Genau. Ich habe diesem Politiker gesagt, ich glaube nicht, dass die Menschheit zu blöd ist. Ja? Sind wir nicht. Ja? Wir wurden nur unten gehalten mit Unterhaltung. Sie kennen das Wort ja. Was heißt Unterhalten? Eine Dose Bier, ein bisschen Chips und schöne, wie der Volker Pisper sagt, eben seine wahrheitsverkündenden Comic-Sendungen will auch keiner verstehen.
Ja? Mhm. Er predigt auch, wir müssen das System ändern und ist frustriert. Und viele Komiker sind frustriert oder Kabarettisten, mhm, die, oder auch Schlagersänger, die gute Botschaften übermitteln wollen, dass das System sich ändert und die Masse bewegt sich nicht. Ja? Mhm. Sie ist halt im Dämmerzustand, sie, mhm, schläft. Ja? Mhm. Die Schlafschafe kennen wir ja. Okay, okay. Was ist jetzt das Prinzip? Was ist das große Geheimnis vom, ja, Kristallwasser? Also zum einen, Sie haben ja letztes Mal schon erwähnt, es wird mit Kristallen zersetzt, mit Kristallpulver. Was passiert denn dann da mit der Struktur von den Wassermolekülen? Das ist das richtige Wort. Der Körper kann nur gesund sein, wenn er strukturiertes Zellwasser hat. Ich habe auch lange mit dem Wort Strukturierung nichts anfangen können. Aber jetzt habe ich auch eine Ärztin mal gefragt, die hat mir gesagt, wir können mit 5 technischen Geräten strukturiertes Wasser von nicht strukturiertem Wasser unterscheiden. Wir sehen, mhm, es bildlich, mhm, ja. Ist für mich ein Phänomen, ja. Und sie hat mir auch das gezeigt. Wir werden am Schluss vielleicht das noch sehen. Und tatsächlich, wenn eine Zelle krank wird, dann hat sie um sich herum nicht strukturiertes wie Abfallwasser, wie Müllwasser, ja, totes Wasser. Mhm. Und dann wird die Zelle krank, weil das Wasser ist auch, der Mensch ist ja nicht nur ein Chemiewerk, also er ist eigentlich mehr ein elektromagnetisches System. Mhm. Und die Ärzte haben zwar schon mal kapiert, dass es freie Radikale gibt, die was mit Elektronen zu tun haben, aber dann haben sie schon wieder aufgehört, über das elektromagnetische Wesen Mensch nachzudenken, dass eben die Elektronen die Kommunikation zum Gehirn, sprich Immunsystem, bereitstellen müssen und dass eben das nur über das Zellwasser geht, mhm, wenn die Zelle minus 70 bis 90 Millivolt hat. Also die Zellspannung selber. Die Zellspannung, ja, okay, die ist entscheidend. Also sind wir bei der Elektronik. Ja, ja. Und die geht unheimlich rasch. Das kennen wir. Ja. Das ist kein chemischer Prozess, der langsam abläuft, sondern ein sehr schneller Prozess. Und da kommen wir dann nachher auf unseren Scanner, der ja eben auch sehr schnell den ganzen Körper scannen kann und, mhm, sagen kann, das Organ ist jetzt schon unter einer 50 Millivolt Zellspannung, also damit fängt es an abzusterben, Tumor zu bilden, im Chaos sich zu bewegen und ein Krankheitssymptom zu zeigen. Und wenn ich also dieses Wasser dann trinke, sorge ich dafür, dass die Zellspannung in meinem Körper angehoben wird? Oder ist es ein Unterschied? Ist Strukturierung und Zellspannung, sind es zwei getrennte Paar Schuhe? Ja, es ist fast das Gleiche. Also die Strukturierung ist die Grundvoraussetzung, dass sich Wasser in verschiedene Schichten trennt. Das hat der, mhm, Pollack-Professor mit dem sogenannten vierten Phasenwasser gezeigt. Und erst dann kann sich eine Art wie eine Batterie bilden, die dann Plus-Minus-Ionen so aufteilt, dass eine Spannung fließt, mhm, und das freie Elektronen den Informationsfluss zum Gehirn übernehmen können. Mhm. Und dann sieht das Gehirn diese Zelle oder dieses Organ wieder und weiß, es ist in Ordnung oder ich muss irgendwohin da hinschicken. Wir haben ja Abwehrsysteme in unserem Körper, die eben Baustellen beseitigen. Okay. Und das sieht das Gehirn oder das Immunsystem nur, wenn die Elektronen überhaupt bis zum Gehirn kommen. Was meinen Sie mit dem vierten Phasenwasser? Also es gibt festflüssig gasförmig und kristallin. Und das ist der vierte Aggregatzustand, richtig, von Wasser sozusagen. Das ist der, ja, kristalline. Das ist in der Zelle die Grundvoraussetzung, dass die Zelle überhaupt lebt. Mhm. Okay. Das ist das Leben, okay, die vierte Phase des Wassers. Von Pollack sehr gut herausgearbeitet wissenschaftlich. Und darauf baut man jetzt auf und kommt eben dahinter, dass eben das Wasser das Heilmittel ist. Mhm. Und es gibt jetzt viele Ärzte in Deutschland, die machen Kongresse mit dem Titel Wasser, das Heilmittel der Zukunft. Mhm. Die haben recht. Ich kann jetzt ein Beispiel erzählen von einem Vortrag, den ich am Sonntag gehalten habe. Da war wieder eine Dame bei mir, die das Konzentrat, ich habe ja hier zwei Flaschen, das eine ist ein bisschen trüb, das ist nicht nur trüb, weil es im Auto jetzt gerade kalt war, sondern wir haben hier noch Kristallpulver drin. Mhm. Ja, da sehen Sie jetzt einen Nebel, das sind unter 20 μ gemahlene Kristalle. Mikrometer. Mikrometer, ja. Wir malen von 70 bis 5 μ runter und die ganz feinen, die lassen wir in der Flasche und nennen das Konzentrat. Hier hinten steht auch eine. Und dieses Konzentrat, ich habe es immer vermutet, aber ich habe jetzt die Beweise. Hat mir die Dame erzählt, sie hat eine Flasche auf dem Kühlschrank und seit sie in ihrer Küche natürlich die Flasche dort stehen hat und immer nur löffelweise den Kindern gibt und in das Wasser mischt, hat sie nirgends mehr Kalk.
Also die Kochpfannen, die früher immer schnell verkalkt waren, sind blitzsauber. Wie ist das zu erklären? Und das weiß man ja. Man sagt ja, es gibt Geräte, die man in der Hauszuleitung aufs Wasser tut. Da gibt es verschiedene Geräte, ich möchte jetzt keinen nennen. Die strukturieren eben das Wasser so, dass der Kalk gleich wieder durch den Körper rausgeschieden wird und nicht haften bleibt. Also er bleibt weder in der Pfanne, noch in Leitungen, noch im Körper haften. Mhm. Das ist strukturiertes Wasser. Ja? Und diese Flasche, habe ich nicht gewusst, dass die auf 3-4 Meter den ganzen Raum strukturiert. Also wir sitzen jetzt hier in einer strukturierten Luft-Wasser-Atmosphäre. Da wir selber aus 80% Wasser bestehen, sind unsere Zellen jetzt strukturiert, weil wir haben ja ungefähr 3 Meter im Durchmesser. Und dann erzählt sie mir noch etwas und sagt sie, wissen Sie, ich nehme seit Monaten Vitamine, Nahrungsergänzungen und was man so alles empfohlen bekommt. Auch dieser Scanner, den hat sie mal ausprobiert und hat gesehen, die und die Spurenelemente fehlen. Hat sie sich mit dem versorgt? Der Scanner sagt immer noch, fehlt ihr immer noch das Gleiche. Erst als sie diese Flasche in der Küche hatte, wo sie auch ihre Nahrung zu sich nimmt, hat sie gesagt, es sind plötzlich diese Vitamine, die ich zu mir nehme, spüre ich im Körper, dass die jetzt eine Funktion haben und eine Wirkung haben und mir geht es jetzt plötzlich tatsächlich besser. Das heißt, dieses Wasser oder vielmehr die Information, die dieses Wasser abgibt, für mich jetzt gerade schwer vorstellbar, sorgt dafür, dass die anderen Moleküle, die sie sich zugeführt hat, bioverfügbar werden. Und vorher war es gar nicht so kompatibel mit unserem System. Die Strukturierung erhöht die Bioverfügbarkeit. Wir haben ja heute die Lebensmittel chemisch und auch durch die ganze Aluminiumverpackung so verseucht, dass mir Spezialisten sagen, wir haben noch 3-5% Bioverfügbarkeit von dem, was wir aufnehmen. Der Rest ist eigentlich Ballaststoff dann. Dass wir nur noch Ballaststoffe aufnehmen. Ja, ja. Und das bringt dem Körper gar nichts. Ja? Mhm. Und mit diesem Wasser, hat mal einer gemessen, kriegen wir 95-99% Bioverfügbarkeit hin. Warum wieder? Und das ist wieder dieses Zauberwort, durch das strukturierte Zellwasser. Mhm. Dann hat die sogenannte, man nennt das die Natrium-Kalium-Pumpe, diese Plus-Minus, Zellspannung, oder damit etwas in die Zelle reingeht. Wenn die Spannung nicht stimmt und eben nicht über 70 Millivolt ist, dann ist die Zelle zu. Mhm. Hat sie keine Membrane, die was aufnimmt. Das heißt, der Nährstoffausgleich von außerhalb und innerhalb der Zelle ist überhaupt nicht gegeben. Richtig. Und damit vegetiert die Zelle so vor sich hin, im alten Brackwasser sozusagen. Ganz genau, ja. Ganz genau, richtig gesagt. Das Brackwasser um die Zelle macht die Zelle krank. Okay, das ist also der erste Schritt dann. Wir müssen eine Struktur in unseren Körper reinbringen. H2O ist ein großer Bestandteil in uns. Wenn wir das strukturiert haben, ist schon mal der erste Schritt geschafft, um drauf aufzubauen. Genau. Aber was ist dann der nächste Schritt? Eben die Strukturierung. Das ist der erste und eigentlich der Hauptschritt. Der bewegt dann alles. Ein wichtiger Schritt ist noch die Rechtsdrehung der Zelle. Kommen wir mal jetzt zu den Geräten. Einen Satz noch zum Kristallwasser. Die Dame hat noch als dritten Punkt erwähnt, nicht nur, dass der Kalk nicht mehr sichtbar ist, dass die Bioverfügbarkeit ihrer Nährstoffe, also ihrer Vitamine und Nahrungsergänzungen, endlich eine Wirkung zeigt, oder? Und diese Wirkung hat sie mir auch gesagt, als sie das erste Kind geboren hat, hat das Kind ihr sehr viel Kalzium gezogen, weil eben in der Nahrung nehmen wir zu wenig Kalzium auf. Und dann hat sie Zahnprobleme, Zahnfleischprobleme bekommen. Sie sagt, durch das Kristallwasser hat sich innerhalb von einem Monat das ganze Zahnproblem wieder gelöst. Also die Zähne haben wieder ihre Kalziummenge bekommen aus der Nahrung, eben weil es wieder Bioverfügbarkeit vorhanden war. Das ist schon wirklich phänomenal. Das ist, ich sag mal, die Grundvoraussetzung für eine gesunde Überlebensstrategie. Ich habe einen Ex-Banker, der ist in Pension. Wenn ich dem nicht immer wieder 13 Kisten jeden Monat bringe, er hat schon immer 13 zu Hause, der sagt immer, ich weiß nicht, wann ich meine Wohnung nicht mehr verlassen kann, ich will mindestens für 3 Monate Kristallwasser in meiner Wohnung stehen haben. Ach so, der hat im Vorrat... Immer zwei, drei Monatsrationen, eine im Keller, eine in der Wohnung. Okay. Und die muss ich immer ergänzen, ich darf nicht zu ihm kommen ohne Kristallwasser. Okay. Der nimmt das also ernst und das ist ein Insider. Und der spricht Englisch und der guckt immer, was so an der Börse läuft, was so... Und das ist einer meiner guten Informanten. Gut, und jetzt kommt's. Gehen wir jetzt weiter mal vom Kristallwasser. Ich habe dann aus der russischen Weltraumtechnik diesen Scanner bekommen.
die Leute, die den jetzt zu dir, zur EcoWell Scan-Marke gemacht haben, haben alle Scanner. Es gibt mehrere auf dem Markt. Ja. Und das ist der erste, der drei Sonden hat. Darf ich mal kurz das zeigen? Ja, gerne. Sie haben mit dem Wort Russisch natürlich schon mal zwei Sachen gemacht. Sie haben zum einen Teil sofort verschreckt, weil aus Russland kommt ja nur das Schlimme. Und zu die anderen haben Sie extrem neugierig gemacht, weil Sie wissen, in Russland gibt es Dinge, die gibt es im Westen eigentlich nicht so. Ich gehöre zum zweiten Teil dieser Gruppe. Ja. Also ich interessiere mich sehr für russische Raumfahrttechnik und nicht nur jetzt die Raumfahrt speziell, sondern ich habe schon öfters mitgekriegt, dass es in Russland, sagen wir mal so, Denkansätze gibt, die sind etwas anders wie die im Westen und teilweise viel erfolgreicher. Ja. Sie kennen ja Nikola Tesla, das größte Genie der letzten 100 Jahre, kann man sagen. Ja. Und diese ganzen Schwingungsmedizingeräte, die ich jetzt hier vorstelle, eben aus der russischen Weltraumtechnik, die basieren auf seiner Forschung und auf seinen Patenten. Und da gab es einen Russen, der nach Paris gegangen ist, namens Lakowski. Georges Lakowski, super, dass Sie den kennen. Und das habe ich auch erst jetzt bekommen, als ich hier meine Studien gelesen habe. Wo habe ich den Ordner? Hier. Ich habe ja hier 70 Seiten nur Beschreibung von diesem Gerät und hunderte von Seiten über diese Lakowski-Technologie mit Nikola Tesla. Und also da gibt es stapelweise Literatur. Und ein Schweizer hat wieder ein altes Gerät. Nee, es ist so, dieser Lakowski hat 1920 den Tesla in Paris kennengelernt. Und der Tesla hat ihm von seinen Patenten über Schwingungsmedizin erzählt. Der Russe war begeistert, er war Mediziner. Tesla hat ja 5 Bücher über Medizin geschrieben, was so gut wie keiner weiß. Das wusste ich gar nicht. Ja, der hat unglaubliche Seiten gefüllt mit Erkenntnissen über Schwingungslehre, wie die Schwingungen, die er entdeckt hat oder benutzt hat, sich auf den Körper auswirken. Phänomenal. Viele denken immer Wechselstrom und Radartechnik und so. Das, also ich glaube, das war mit der schlauste Mensch, der jemals gelebt hat auf dem Planeten. Ja. Absolut. Ja, es gibt noch einen, den ich leider auch nicht kenne, den Franz Bardon. Kennen Sie nicht? Hab den Namen schon gehört. Ja. Können wir auch mal eine Sendung darüber machen. Okay, und dieser Lakowski hat dann diese Geräte gebaut in Paris, hat sie in allen Spitälern eingesetzt und alle Hoffnungslosen, also wo die Ärzte gesagt haben, austherapiert, kann nur noch warten, bis er stirbt, haben die geheilt. Ich habe ein konkretes Beispiel dafür. Es gibt eine Bildreihe von einer 80-jährigen Frau, die schweren Hautkrebs hatte, schwarzen Hautkrebs im Gesicht. Das ein Bild ganz, kenn ich. Eine Dame im Profil fotografiert, alle paar Wochen einmal. Und man sieht also wirklich den Fortschritt der Heilung, dass durch diese Frequenztherapie die Frau also komplett gesundet ist. Der Hautkrebs hat sich zurückgebildet. Und es kommt noch hinzu, dass sich die Haare als auch die Falten von der Haut komplett verändert haben. Also es ist wie eine Verjüngungskur gewesen von dieser Dame. Ja, und die war ja schon 80 damals. Genau. Ja? Das steht auch in meinen Unterlagen zu diesem Gerät. Das steht Phänomenales. Generell steht immer, bevor Sie therapieren, entgiften Sie. Ja, trinken Sie Wasser. Und das Gerät kann selber Wasser strukturieren. Es hat hier ein Programm drauf, das sind 5 Programme. Wasser strukturieren. Das heißt, die Russen gehen immer zuerst Müll beseitigen. Was will ein Arzt in einem Mülleimer dafür Symptome finden und die dann mit einer chemischen Pille beseitigen? Hat er gar keine Chance. Also erst den Müll loswerden. Das ist das zuerst muss man den Müll loswerden. Hier haben wir Programm. REC, das ist Aufnahme. Ja? Ah, nein, Entschuldigung, ich war ja beim Wasser strukturieren. Das letzte zuerst. Andere kommen wir nachher. Und dieser Lakowski, der hat damals nur einfach mal therapiert, die wussten noch nicht genau, also die Frequenzen wussten sie genau, die hat ja der Tesla eruiert, das ist 30 Gigahertz bis 300 Gigahertz. Wobei sie dann festgestellt haben, nicht Megahertz? Gigahertz. Gigahertz, okay. Eine Dreierpotenz höher. Ja, okay. Ja, 3 Nullen mehr. Also das sind die sogenannten Millimeterwellen, 2 Millimeter bis 20 Millimeter. Mhm, ja, die sind ganz kurz, das ist eigentlich Radartechnologie. Da braucht man ziemlich dicke Leitungen, um diese zu übertragen. Darum sind ja die Röhren von Tesla auch relativ wuchtig gewesen. Mhm, ja? Große und so weiter. Ich habe mal in der Radartechnik gearbeitet. Und diese Millimeterwellen haben wir dann festgestellt, der Körper braucht zur Regeneration nur die von 40 bis 150. Drunter ist schon wieder schädlich und drüber auch. Mhm. Und diese Frequenz gibt es nur im Weltall.
aber sie tut den Menschen gut, die wird hier absorbiert. Also muss man sie quasi aus dem Weltall technisch runterholen. Das war ja die Erfindung vom Tesla. Mhm. Ja? Mhm. Dass wir hier diese Wellen verfügbar bekommen. Lakowski hat sie zu Medizingeräten gemacht, hat als Arzt auch es an der richtigen Stelle eingesetzt, nämlich in Kliniken. Und dann 1930 ist das plötzlich verschwunden. Die Deutschen wollten von dem gar nichts wissen. Komischerweise hat Deutschland die Türe zugemacht für diese Technologie und dann ist das Ganze direkt von Paris nach Russland gegangen. Mhm. Und die Russen haben in den 40er Jahren schon darüber geforscht und Ergebnisse gehabt und logischerweise ihren Astronauten nur so kleine Geräte mitgegeben. Später ja. Dann, in den 60er Jahren. In den, den 60er Jahren wurde aber angefangen zu forschen, das wussten die schon vorher. Ja, ja. Und jetzt habe ich ja gerade was Wichtiges gesagt, die Frequenz kann man nicht über Kabel übertragen, die ist in diesen Kristallen drin. Da ist die drin programmiert, das heißt, da drin sind die Kristalle, die diese Frequenzen erzeugen. Mhm, also nicht über das Kabel. Die Kabel, die es dazu gibt, die sind nur, um vorhergehende Frequenzen zu löschen, das Aufnahmeprogramm zu steuern. Jetzt geht mal Ruhe. Sie ist mittendrin statt nur dabei. Die Kristalle haben also diese Frequenzbereiche. Einer von 40 bis 50, einer von 50 bis 60, bis 150. Und damit therapieren wir, und jetzt kommt's, über die sogenannte Akupunkturpunkte, an einer kranken Zellzone direkt sofort diese unstrukturierte Wasserzone um die Zelle, die also die Zelle quasi zum Absterben bringen würde, die tun diese Kristalle auf der Oberfläche gleich das Wasser strukturieren, rechtsdrehend machen, die Zellspannung dadurch erhöhen. Ja, das macht dann die Zelle automatisch. Wenn die Wasserphasen wieder richtig geordnet sind, dann erhöht sich automatisch die Zellspannung und dann kann das Immunsystem an der Stelle sofort einwirken. Also hier sind Kristalle verbaut in diesen einzelnen Pads? Nein, die Kristalle, ich habe jetzt das Kabel, die Kabelverbindung, hier hat es Kabel, die habe ich jetzt nicht, die werden hier angeschlossen, mit Programm gestartet und dann bekommen sie die entsprechende Hintergrundrauschen-Spannung. Sozusagen. Auch noch ein bisschen Infrarot. Aha. Und jetzt, was macht das Gerät? Bei Programm 1 schaltet man das ein. 5 Minuten. Jetzt ist es auf off, weil das Kabel nicht angeschlossen ist. Dann läuft das hier 5 Minuten und gibt Ihnen Folgendes. Der gelbe Kristall ist sehr universell. Der macht in erster Linie Sauerstoffaufnahme verbessern um den Faktor 3. 3, 4. Man weiß nicht genau. Warum? Wir können unter dem Elektronenmikroskop mit Dunkelfeld, besser gesagt, sofort sehen, ob es die Blutplättchen noch so verklebt sind. Sie kennen dieses Bild, ich habe es hier. Geldrollenbildung ist das Thema. Also sprich, dass sich die Blutkörperchen so aneinander kleben, dass es aussieht wie eine Rolle Geld in Papier eingewickelt eben. Ja. Kann man das hier sehen oder wollen Sie es sagen? Geldrollenbildung, geben Sie es mir mal kurz, dann ich glaube, ich kann es gut zeigen. Ach ja, das ist dieses Bild hier. Da sieht man das frei schwebende Blut, das nicht aneinander verklebt ist. Und hier sieht man diese Clusterbildungen da. Hier zum Beispiel ganz schön zu sehen, dass es da eine ganze Ansammlung von Blutkörperchen gibt. Also das ist verklumptes Blut, das nicht richtig fließt. Das auch keinen Sauerstoff richtig aufnimmt. Ja, ja. Die Sauerstoffaufnahme kann die Zelle nur optimiert machen, wenn diese runden Kügelchen, die rechten, so ein Blutbild vorhanden ist. Weil die Oberfläche dadurch natürlich größer ist. Ja. Und da ist die Oberfläche verklebt und zugepappt, da geht nichts. Ja. Genau, darum haben wir den Beweis, die Sauerstoffaufnahme erhöht sich schlagartig um den Faktor 3 bis 4. Ah, okay, verstehe. Ja. Und Sauerstoff ist für unsere sogenannte Aerobe, anaerob ist ja sauerstoffarm und das ist dann vergären und aerob ist sauerstoffreich, ist verbrennen. Und wenn der Körper richtig verbrennt, wissen Sie, was die Folge wäre? Wir bräuchten höchstens 10% unserer Nahrung. Also wir essen zu viel, weil unser Organismus durch Sauerstoffmangel vieles vergärt im Magen und im Darm und nicht richtig verbrennt. Also wenn der
Prozess der Verdauung optimal laufen würde, könnten wir mit zwei Handvoll Essen den ganzen Tag auskommen. So ist es. Das hat ja auch die russische Weltraumastronautenbetreuerin, die Schatilova. Haben Sie von der schon gehört? Es gibt das Buch Wir fressen uns zu Tode. Ja, okay. Hat die geschrieben. Ja, ja. Okay. Und die hat ja Wüstenwanderungen mit ganzen Teams gemacht, wo sie nur 500 Kalorien bekommen haben am Tag. Das ist wie gesagt diese kleine Handvoll. Ja? Und die haben wunderbar überlebt. Also die sind fit gewesen, die mussten nicht ihren Körper überstrapazieren durch vergärtes Verdauen, wo man sagt, eigentlich frisst uns die Darmflora 90% der Nahrung und nicht der eigentliche Organismus. Der Körper bekommt 10% und die Darmflora ist eigentlich ein Parasit. Das hören natürlich die Ärzte nicht gerne. Okay. Ja. Aber kommen wir mal zu diesem zweiten Gerät hier. Also das erste ist zur das ist die Therapie und das ist die Diagnose. Das ist die Diagnose, genau. Okay. Das heißt, ich kann mit Hilfe von diesem Gerät zuerst mal eine Bestandsaufnahme machen. Was habe ich eigentlich für ein Problem? Wo muss ich anfangen mit der Therapie? Ja? Der Therapeut, zwei Sonden hier über der Schläfe, sieht man das? Das sind die Pads. Sollte immer nur die gleiche Person die benutzen, also nicht von A, B, C, also immer nur eine Person. Den reinigen natürlich, den hält man dann so an der Herzseite, ohne Uhren, nichts verschränken, schön entspannt da sitzen. Und dann misst dieses Gerät das elektromagnetische Feld von jedem Organ. Und wir haben 39 Kontrollpunkte, die das Gerät analysiert. Und diese Kontrollpunkte sind also so umfangreich. Sie lassen bewusst einige Organe weg, wie im Verdauungsbereich, wo es mehr um Chemie geht. Ja. Weil er misst elektromagnetisch. Und da haben die Ärzte recht, man kann mit diesem Gerät logischerweise nicht alles messen. Dort, wo der Körper mehr chemisch organisiert ist, brauchen wir die klassischen Blutanalysen und eben chemischen Analysengeräte. Mhm. Die sind langsam. Das wissen wir auch. Mhm. Es gibt ja eine Kritik über solche Geräte. Es könne nicht sein, dass man so schnell den körperlichen Zustand messen kann. Man kann in einer Minute den ganzen Körper scannen, weil man ihn elektromagnetisch wahrnimmt. Und nicht chemisch. Und nicht chemisch, genau. Darum ist das alles möglich. Und über drei Sonden, ja. Und das ist phänomenal. Und ich habe eine Ärztin auch, die hat das im August begonnen, zusammen, hat sich zum Ziel gesetzt. Der erste Scan, da waren vier Seiten, auf jeder Seite ungefähr 7, 8 Baustellen. Ja, von dem zu viel, von dem zu wenig, von dem überhaupt nichts und so weiter. Und sie hat sich zum Ziel gesetzt, diese Baustellen alle wegzukriegen. Okay. Vor ein paar Tagen hat sie mir den Scan wieder gezeigt, das ist noch eine halbe Seite. Ah, verstehe. Und sie hat das wirklich verfolgt. Das heißt, der Scanner verfolgt genau und richtig nachvollziehbar das, was sie ihrem Körper jetzt zuführen, mit strukturiertem Wasser unterlegt, dass sie immer zellverfügbare Nahrung zu sich nehmen, dass das auch was wirkt. Dann können sie das hier messen. Jetzt gibt es da natürlich gewisse Kritik bei solchen Scannern. Und zwar habe ich aktuell vor kurzem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ich glaube, es war das bayerische Fernsehen, weiß man nicht mehr genau, haben die einen Test gemacht. Es gab eine Biomarktkette in Deutschland, die haben solche Scanner in ihren Läden ausgelegt. Und damit konnten die Kunden dann quasi eigene Tests machen. Und dann ist ein Fernsehteam dann eben dahin gegangen und hat es dokumentiert. Die haben also an 5, 6 verschiedenen Läden das gleiche Gerät benutzt und es kam jedes Mal ein anderes Resultat raus von dem gleichen Probanden. Und dann haben sie das gleiche nochmal wiederholt und zwar mit Leberkäse. Dann haben sie also die Messsonde nicht jemand in die Hand geben, sondern haben das in Leberbrät, nicht gebackenes Leberkäse, haben sie es reingesteckt. Und siehe da, auch da kamen dann entsprechende Testergebnisse raus, die Spermaflüssigkeit oder sonst irgendwas. Ja. Und das war natürlich dann Grund, dass dieses Reporter-Team zu der Herstellerfirma gegangen ist und gefragt hat, wie ist das? Da wurden natürlich dann fragwürdige Aussagen gemacht und das Ganze wurde in einem Gesamtkontext gestellt. Und also der Bericht war natürlich tendenziös, so nach dem Motto, das ist alles nicht richtig, das ist nicht seriös und so weiter und so fort. Ja. Wie ist es jetzt bei solchen Geräten, die Sie da auf dem Tisch stehen haben? Wie gehen Sie mit so einer Kritik um? Ja. Ich werde den Leberkäsetest auch noch machen. Okay, ich habe mir das eigentlich vorgenommen und habe es nicht mehr geschafft. Er wird bei mir nicht funktionieren, weil ich nicht wüsste, wo ich die Sonden hin tun soll. Ja? Das andere Gerät hat ja nur das gehabt. Okay, ja? Das kann ich mir vorstellen, das lege ich
nämlich in den nicht gebackenen Leberkäse. Ja. Der besteht ja auch zu 80% aus Wasser. Ja. Ja. Also das Gerät kann Wasserschwingungen messen. Ja. Und wenn ich natürlich Name, Alter, Gewicht, was man eingeben muss vorher, dann geht das Gerät schon mal von einer Grundmöglichkeit aus. Mhm. Also ein Baby kann nicht die Krankheiten haben wie ein 70-Jähriger. Ja? Das wissen die Russen. Und ich meine, das Gerät basiert auf 60 Jahre Forschung. Mhm. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man 60 Jahre einen Schmäh verkaufen kann. Und früher waren das sehr teure Geräte, die waren eine Einheit. Scanner und Therapiegerät. Mhm. Oberon ist zum Beispiel so ein Gerät und das kommt aus dieser Oberon-Forschung, also wo mal Geräte früher über 20.000 gekostet haben. Mhm. Ja? Und tatsächlich habe ich lange mich gefragt, welches Gerät das beste ist und habe von den Herstellern gesehen, das mit der einen Sonde, so ein Auslaufmodell, das wird eigentlich gar nicht mehr vermarktet. Und diese Sendung, die hat sich genau mit dem Auslaufmodell beschäftigt. Und die neuen Geräte haben diese drei Sonden, zwei Pads. Okay. Also Sie haben jetzt nicht irgendein Gerät genommen, um die ganze Therapie mehr voranzubringen, sondern Sie haben genau geguckt, was gibt es eigentlich auf dem Markt und was ist da das Beste? Richtig, genau. Okay. Wir haben natürlich auch nur etwa 90% Treffsicherheit. Also 100% kann man nicht den Leuten garantieren. Mhm. Aber bis jetzt hat jeder Proband, den ich getestet habe, ich habe über 70 Leute schon getestet, hat immer gesagt, ja, das hat der Arzt auch gesagt. Ja, das hat der Arzt auch gemessen. Ja, das weiß ich schon vom Arzt, ich habe die und die Lungenproblematik. Ja, das Gerät hat das Gleiche gesagt. Ja. Also hat es nicht den Leberkäse gemessen. Okay. Ich fasse mal ein bisschen zusammen, weil wir haben ja noch ein großes anderes Thema. Also Sie sagen also, um für ein neues System, also auch geistig vorbereitet zu sein, um überhaupt die Aufnahmefähigkeit zu haben für ein komplexes neues Bewusstsein, braucht man erstmal gewisse Gesundheit und die kann man herstellen, indem man sein eigenes inneres Körperwasser, das Zellwasser neu strukturiert und damit natürlich dann aufnahmefähig macht für ganz andere Frequenzen und diese die Fehlfrequenzen oder das, was der Körper noch nicht hat, das kann man jetzt zum Beispiel mit diesem Frequenzscanner und mit dem Therapiegerät dann in die richtige Bahn bringen. So ist es. Also für ein neues Bewusstsein brauchen wir Gesundheit und das kann ich herstellen mit Kristallwasser und eben was ich dazu brauche noch festzustellen. Richtig. So, das ist die Basis. Abschließend noch, wir haben für die Augen um die Augen herum, weil das Ganze geht auch, also bei diesen Geräten wird sehr oft erwähnt, die Zirbeldrüse steuert unsere Gesundheit, unsere ganzen Organe, Zirbeldrüse. Und die wird ja auch durch die Aluminiumvergiftung, die wir haben, schon von den Verpackungen, schrumpft die. Und wenn eine Zirbeldrüse schrumpft, sterben wir. Ja? Und diese Kristalline, das ist auch das Konzentrat noch mit zwei, drei anderen Sachen gemischt, geht sofort auf die Zirbeldrüse und aktiviert sie wieder. Ja, also wir gehen auch hier noch direkter an das Organ. Sie heißt ja auch das dritte Auge. Und das dritte Auge. In vielen Büchern habe ich gelesen, dass es ja wohl ein verkümmertes Organ ist, das wohl früher mal etwas größer war. Es hat die Form von einem Auge, es ist hohl. Es ist nach oben gerichtet, so das ursprüngliche dritte Auge, das die Verbindung nach oben symbolisieren soll, ist in unserer Zeit etwas verkümmert. So ist es. Warum auch immer das so sein soll, ist wieder ein ganz anderes Thema. Es ist das gleiche Thema. Schlaft schön weiter und was im Fernsehen kommt, das soll euch nicht groß aufregen. Es ist halt Unterhaltung. Ja? Und machen braucht ihr sowieso nichts. Es kommt sowieso alles nur von den Großen, die das Geld kontrollieren. Ja. Also was sagen ja viele Menschen, ich weiß, dass man die Welt verändern sollte, aber wir werden vom System so verändert, dass wir das System als unveränderlich akzeptieren. Und die Politiker, die heute gewählt werden, wenn die im Parlament sind, die mögen am Anfang guten Mutes sein und mit viel Elan sagen, jetzt tun wir was, und dann kommen die Systemzwänge vom Geldsystem. Ja? Und da sind sie hier wieder wie gefesselt und gelähmt. Ja? Okay. Und da sind sie manchmal froh, wenn sie nicht alles verstehen. Ja. Also, wir erwecken die Zirbeldrüse, wir haben noch für die Haut eine Creme und wir haben auch ein Shampoo, weil man sagt, meistens fängt die Vergiftung am Morgen unter der Dusche schon an. Mit den Shampoos? Mit den Shampoos und auch das Leitungswasser. Das nicht strukturierte Leitungswasser. Man sagt auch, die Struktur, wenn auch eine Wasserversorgung sagt, wir haben Quellwasser, aber durch den hohen Druck über 3 Atü wird es wieder zu Cluster, zu Klumpen gebacken sozusagen und verliert die Strukturierung. Der Wasserdruck zerstört die Strukturierung und natürlich die chemischen Verunreinigungen. Klar, und jetzt kommt's und der ganze Elektrosmog um uns herum. So,
das Thema können wir jetzt abschließen, ja? Denke ich, ja? Ja, ja. Also ich bin schon lange neugierig genug, um das Wasser auch zu trinken. Ich frage mich nur, wie man den Menschen das klar machen kann, dass wirklich Wasser das essentiell Wichtigste ist, ja, überhaupt. Ja. Also egal welche Nahrungsergänzungsmittel oder so, wenn ich nicht das richtige Wasser trinke, dann hat alles keinen Sinn eigentlich. Perfekt. Ja. Genau. Aber wie komme ich dann jetzt den Sprung rüber zum Geldsystem? Also wir haben ja in unserem Vorfeld, wir haben ja schon so oft miteinander geskypt und telefoniert. Also ich weiß gar nicht mehr, wie oft wir miteinander gesprochen haben. Und das System, das Sie sich da ausgedacht haben, das ist ja wirklich, wirklich sehr komplex. Und ich muss gestehen, dass trotz aller Mühe, die ich mir gegeben habe, ich immer noch nicht richtig den Durchblick habe. Aber Sie helfen mir da jedes Mal ein Stück weiterzukommen. Ja? Aber wo ist denn da die Basis, dass man sagen kann, ja okay, jetzt, da fängt es an, logisch zu werden. Wie steigt man ein in dieses Geldthema? Ja? Genau, beim heutigen Thema möchte ich mich darauf fokussieren, wie wird Geld neu geschöpft und wie wird es heute geschöpft und wird überhaupt genug geschöpft? Die Menge ist entscheidend. Wenn ich Politiker frage, wir haben ein Problem in der Geldmenge, wir haben zu wenig, sagt er, nee, Geld gibt es genug. Das ist schon mal die erste Fehlinformation unserer Politik. Mhm, ja? Es kann sein, dass es genug Geld gibt, aber ich sehe es nicht im Markt. Sonst hätten wir Inflation. Mhm. Ja? Also im Markt ist es auf jeden Fall nicht. Und die Milliarden, die zur Bankenrettung geschaffen werden von den EZB-Banken, also von den National- oder Notenbanken, die gehen direkt EZB, Bank und dann irgendwo hin. Ja? Aber nicht in den Konsum. Und diese Geldlücke, die möchte ich heute beweisen, wie groß die ist. Ich schätze sie in der Schweiz auf über 500 Milliarden. Wie ich dazu gekommen bin, sehen wir gleich in den Folien, die ich Ihnen jetzt zeige. Und diese fehlende Geldmenge, was macht die aus uns? Nicht nur Pleitefirmen, 10.000 Firmen gehen jedes Jahr in der Schweiz pleite. Ja? Dabei hängen immer 10 Arbeitsplätze, das sind das 100.000 Arbeitsplätze. Und so viele neue Arbeitsplätze kann man nicht mehr schaffen. Ja? Mit was denn? Ja? Und diese Geldmengenproblematik, die führt in eine Katastrophe, in eine Verarmung der Bevölkerung, in eine 20-80% Bevölkerung, 20, die alles haben und 80, die nichts haben. Mhm, ja? Und die Tendenz sehen wir ja tagtäglich. Alle Wirtschaftsnachrichten zeigen ja immer mehr, dass der Teil der Vermögenden, dass diejenigen immer mehr akkumulieren, dass die immer mehr ansammeln und der Rest der Bevölkerung mehr oder weniger schauen muss, wie er zurechtkommt. Ja? So die Working es. Poor, diejenigen, die trotz einer festen Anstellung in prekären Verhältnissen leben. Genau, ganz genau. Ja, und Geldmangel macht auch krank. Ja, klar. Das ist die ständige Sorge nach dem Zurechtkommen im Leben. Ich liebe auch den Satz, wenn wir jedem eine Million geben würden, gäbe es keine Kranken mehr in den Spitälern und die Irrenhäuser wären alle leer. Ja, vielleicht, weil die Leute halt doch anders reagieren können. Ja, obwohl ein Lottogewinn auch nicht immer das Glück auf dieser Welt ist, wenn man dann plötzlich nur noch Freunde hat. Ja. Richtig, genau. Gut, dann können wir mal diese Folien durchgehen. Ich habe ja über 150 Folien. Und die ich damals in Vorträgen erklärt habe, die leider niemand so richtig verstanden hat, weil damals noch kein Kristallwasser auf dem Tisch war. Und diese Wichtigkeit der Strukturierung, die hat mir eine Dame noch das Bild gegeben, dass also das ist eine Kernspintomographie, die zeigt nämlich durch diesen weißen Fleck, das ist jetzt unstrukturiertes Müllwasser. Mhm. Das ist jetzt das Wasser, das die Zellspannung runterfährt, die Zelle lahmlegt und das nennt man dann Tumor. Und wenn man hier, und jetzt könnte man sagen, eben mit diesen Kristallen, zum Beispiel der blaue ist gerade fürs Gehirn. Übrigens haben viele Leute Schlafstörungen, da haben wir mit diesem Gerät und das, was ich auch hier anhabe, gute Ergebnisse erzielt. Hinter dem Ohr ist der Punkt, das sind eben die Akupunkturpunkte, die werden in diesem Gerät genau gezeigt. Also mit dem Gerät machen Sie fast wieder eine kleine Nachstudium in Medizin. Mhm. Und das zeigt über die Akupunkturpunkte, wo Sie sich therapieren können, damit solche Störzonen wieder strukturiertes Wasser bekommen und damit der Tumor sich in Luft auflöst. Ja? Gut.
Eben strukturiertes Wasser, es hält die Zellspannung oben, es leitet alle Informationen zum Gehirn, sprich Immunsystem, und es kann die Linksdrehung wieder in Rechtsdrehung versetzen. Und Linksspin kommt durch diesen Elektrosmog. Mhm. Das fängt beim Handy an, beim Wasserkocher, beim Induktionsherd und beim WLAN, bei Mikrowelle sowieso, mhm. WLAN und all das. Ja. Mhm. Sehr schön. Jetzt konkret mal diese andere Geschichte. Das möchte ich doch schnell vorlesen, weil es zeigt einen wichtigen Schlusssatz, dass das Geld ist der Barometer der Moral einer Gesellschaft, wenn sie sehen, dass Geschäfte nicht mehr freiwillig abgeschlossen werden, sondern unter Zwang, dass man, um produzieren zu können, die Genehmigung von Leuten braucht, die nichts produzieren, nämlich der Banker sagt, wann du den Kredit bekommst und wann nicht oder überhaupt, und dass das Geld denen zufließt, die nicht mit Gutem, sondern mit Vergünstigungen, die nicht mit Gütern, sondern mit Vergünstigungen handeln, dass Menschen durch Korruption und Beziehungen reich werden und nicht durch Arbeit, dass die Gesetze sie nicht vor diesen Leuten schützen, sondern diese Leute vor ihnen, dass Korruption belohnt und Ehrlichkeit bestraft wird, dann wissen Sie, dass Ihre Gesellschaft vor dem Untergang steht. Das war unsere Einleitung. Sind wir jetzt 2018 so weit, dass wir hier kurz vor dem Untergang stehen. Und das hat gesagt ein Herr Poffinger. Richtig. Und es kommt nachher noch eine Folie, wo ich einen Spruch eines Notenbankers zeige und den vorlese. Und ich erkläre ja jetzt, dass wir in einem Schuldgeldsystem leben. Und das braucht eben viele Schuldner. Mhm. Und ich habe mir bewusst schnell noch als Stichwort bewusst Beispiel Schweiz hingeschrieben. Warum ist die Schweiz so reich? Wir sind nach Amerika das zweitgrößt verschuldete Land. Wie konnte man die Schweiz hoch verschulden? Ja, wenn die Schweiz nie Kriege hat und alle Vermögen dort immer sicher sind, weil wir auch eine gute Armee haben, dann steigen automatisch die Grundstückpreise. Dann will ja jeder in der Schweiz ein Haus haben. Mhm. Ja? Also sind die Schweizer durch ihr Grund- und Bodensystem, das auch beschränkt ist, automatisch schon mal kreditwürdig. Sie können Grund und Boden für Schulden zu machen, der Bank übereignen, also verpfänden, und bekommen so viel Geld, wie sie brauchen. Das hat die Schweiz reich gemacht. Also viele Schulden dank automatischen Sicherheiten in Grund und Boden macht die Schweiz oder ein Land automatisch reich. Wenn sie natürlich nur Wüste oder nichts haben in ihrem Grund und Boden und niemand will dahin, dann kann ein Land sich gar nicht richtig entwickeln, weil es hat kein verpfändbares Potenzial. Klar. Ja. Also muss man doch was anderes nehmen. Wenn man also Grund und Boden nicht nehmen kann, fällt uns eigentlich nicht mehr viel. Die Autos waren immer ein gutes Beispiel. Leasingfirmen, ja, woher kommt der Leasingboom? Weil ein Auto für eine Bank eine Sicherheit ist. Das kann man ihm wegnehmen. Immer wenn man dem Schuldner was wegnehmen kann, ihn in Angst hält durch das, oder? Mhm, dann bezahlt er wenigstens die Zinsen. Ja, und die Banken wollen nur die Zinsen, eigentlich gar nicht den Kredit, sondern die Zinsen zurückhaben. Das ist das Konzept vom Schuldgeldsystem und das führt zu so schrägen menschlichen Verhaltenskonditionierungen, wie dass die ganze Politik für mich auf dem Kopf steht. Ja, die Falschen werden gefördert oder auch der Unsinn wird gefördert, weil der produziert wieder Schulden. Mhm, Lösen von Problemen, das würde ja Schulden eliminieren oder gar nicht nötig machen, aber da würde unser Geldsystem noch schneller crashen, weil keiner mehr Schulden macht. Und ich habe noch ein Beispiel, an dem man merkt, dass eine kurz vor dem Untergang steht. Ich fahre immer durch Österreich. Ich bin 2 Stunden gefahren von meinem Ort nach Graz. 9 Radarfallen. An jeder Baustelle stellen sie jetzt 3 Radars auf. Warum? Der Staat braucht Geld. Mhm. Wenn er es nicht über die Verschuldung holt, weil jetzt ja bei der Politik ist ja Sparen angesagt, keine Neuverschuldung. Mhm. Der wird gewählt, der sagt, ich tue euch die Schulden vom Halse schaffen, also ich mache keine Neuverschuldung. Der macht genau das Verkehrte. Der sollte Schulden machen, dann das Geld zum Fenster rausschmeißen. Das hat der Präsident von Wien, also der Stadtpräsident von Wien, am besten gemacht. Der ist eigentlich für mich ein Vorzeigeverschuldner. Der hat Wien so hoch verschuldet, dass heute Wien eine der schönsten Städte ist. Er hat damit alles renoviert. Höchste touristische Meisterleistung. So. Also, wir sind in einem Irrsinn von Geldsystem. Also, blöder geht es eigentlich gar nicht. Jetzt kann man aber sagen, das ist gewollt. Könnte man sagen, ja, damit eben das passieren soll, was hier die 20-80% Gesellschaft
darstellen soll, die Slums, sogar auf der Müllhalde die Hütte. Und im globalen Dorf werden 20% der arbeitsfähigen Bevölkerung ab dem Jahre 2025 ausreichen, das sind auch die Zahlen von Bankern, um die Weltwirtschaft in Schwung zu halten. Die 80% Globalisierungsverlierer sollen unter Brücken und in Slums dahin vegetieren, weil sie in dieser untersten Form des Daseins keinen Widerstand mehr leisten. Ja? Ich bin ein bisschen jetzt sarkastisch und sage, die alternativen Medien werden von allen Hartz-IV-Empfängern gesehen, aber die sitzen zu Hause und weinen vor sich hin und machen nicht das, was wir ihnen als Botschaft eigentlich übermitteln wollen. Mhm. Sie tun nichts. Mhm. Sie sind paralysiert. Lethargisch. Lenin hat ja schon gesagt, die Deutschen sind so dumm, dass wenn sie eine Revolution machen und der Organisator sagt, wir treffen uns um 17 Uhr auf dem Bahnsteig, und sie müssen für einen Euro eine Bahnsteigkarte lösen, da geht keiner hin, weil er den Euro nicht hat. Mhm. Und die Revolution findet nicht statt, wegen dem einen Euro. Mhm. So sieht es aus. Und die 80% der Weltbevölkerung, die keine Arbeit im Globalismus bekommen, verkommen in Elend und das auch in Europa. Also lese ich jetzt hier raus, dass ein Großteil der Bevölkerung eigentlich überflüssig ist. Natürlich. Für dieses System, um aufrechtzuerhalten. Ja? Und da schießt mir natürlich dann sofort wieder so ein Monument ins Auge, dass da in Georgia rumsteht. Die Georgia Guidestones, das hat ja auch ein anonymer, das führt uns jetzt weg, aber nur so Bevölkerungsreduktion ist das große Thema da, dass eigentlich 500 Millionen Arbeitsameisen reichen, um das System der Reichen zu erhalten, mehr oder weniger. So ist es. Das heißt, das sind die Planungen der Reichen. Und ich liebe Jean Ziegler, der ja mal UNO-Experte für Ernährung war. Seine Bücher sind absolut lesenswert, habe ich alle gelesen. In einem Buch oder auch in Zeitungsartikeln schreibt er, die Welt kann schon seit 2010 problemlos 200% Nahrung erzeugen. Also zweimal so viel, wie wir Esser haben auf dem Planeten. Mhm, ja. Es müsste kein Kind an Hunger sterben. Und was sagt er als Schlusssatz? Jedes Kind, das stirbt, wird vom System ermordet. Das muss man ernst nehmen, diesen Satz. Ja. Das heißt, dieses System ist eigentlich verfassungsfeindlich. Darüber habe ich auch ein paar Sachen geschrieben. Und einen habe ich nachher da. Und auch in dieser Broschüre habe ich das dokumentiert. Die Schweizer Bundesverfassung muss man mal lesen. Mhm. Da steht nämlich drin, der Staat sorgt für eine möglichst gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt. Und die Schweizerische Eidgenossenschaft sorgt für eine möglichst große Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern. Ja. In der Theorie klingt das ja ganz gut. Ja, ne? Und alle Banker lachen über das und sagen, geht im kapitalistischen Geldsystem nicht. Mhm, ja. Also sind sie verfassungsfeindlich und sie ziehen das durch, weil sie keine Alternative haben. Aber es gibt ja genügend auch noch ethische und denkende Banker, ich möchte nicht alle in einen Topf schmeißen, die würden gerne das System ändern, aber wissen nicht wie. Und jetzt noch schnell eine Zwischenbemerkung. Wenn dieser Crash kommen soll... Ihrer Meinung nach unausweichlich. Richtig. Oder? Er ist unausweichlich und das wissen auch die Oberen. Nachher kommt gerade die Folie dazu, warum er kommen muss. Dann kann man jetzt wieder sagen, ja, also der Politiker, den ich da gefragt habe, habe ich gefragt, was kommt denn nach dem großen Crash? Also die Politiker warten alle auf den großen Crash. Mhm. Die sagen, das kann nicht weitergehen so und sie füllen eigentlich nur ihre eigenen Taschen und schauen, ob sie eine gute Position haben, um dann, und dann habe ich gefragt, ja, bei wem geht es dann weiter? Wissen Sie, was die Antwort war? Ja, bei denen, die heute schon die Macht haben. Also schöne Aussichten. Ne? Die fangen dann einfach wieder bei Null an und ein paar springen über die Klinge. Mhm. Ich sehe dieses ganze GroKo-Geschacher in Deutschland unter ganz anderen Augen, wenn ich diesen Gedanken jetzt mal so weiterverfolge, dass die jetzt einfach nur noch gucken, dass sie sich die Posten sichern und dann, wenn das System kippt, dann sitzen sie schon da und versuchen dann das so irgendwie so weiterzumachen. Und das neue System wird ein Nationalbankensystem, wem es gehört, kann ich ja ruhig sagen, das weiß heute bald jeder, Rothschild und seine getarnten Banken sind die Besitzer aller Nationalbanken. Und man weiß, es gibt 300.000 Tonnen Gold auf der Welt und 100.000 haben diese Banken für den Tag gebunkert, um Folgendes zu machen. Das neue System ist wieder ein goldgedecktes Papiergeld. Aber nicht mehr groß in Papier, sondern in Computergeld, oder? Mhm. Aber goldgedeckt, dass wir
auf dem Irrglaube festgehalten werden, ich sage fast in der Versteinerung verhaftet bleiben, Geld sei immer noch ein Tauschmittel, das mit Materie zu tun hat. Weil ja der Zins über den Faktor Zeit aus der reinen Recheneinheit Geld ein Produkt macht. Mhm. Also man will uns diesen Produktcharakter Geld unbedingt wieder aufoktroyieren. Der soll ja nicht verschwinden, auch nicht mit den Kryptowährungen. Darum kommen die Kryptowährungen alle daher und sagen, zahl mir 100 Euro, dann kriegst du 1000 Kryptowährungen XY und morgen haben es dann 2000 wert. Ja? Mhm. Also immer, also es ist nur Währungstausch von materiellem Geld. Warum unsere Geldmenge abgenommen hat in den letzten, seit 92 nimmt sie zwar ein bisschen zu, aber eigentlich nimmt sie ab, weil die Banken immer weniger Kredite auf eine Immobilie geben können und diese Prozentzahlen immer kleiner werden. Also je nachdem, was sie für ein Haus bauen wollen, müssen sie 65% Eigenkapital haben, dass sie noch 35% Bankkredit bekommen. Mhm. Ja? Mhm. Wer hat das? Niemand. Ja? Also die Baubranche, die geht auch schlechten Zeiten entgegen, die ist schon in schlechten Zeiten. Durch den Wertverfall der Immobilie, durch die Marktsättigung, ist die Belehnungsrate von früher mal 95% runtergegangen auf 60%, 50%, 40%. Ja? Gut. Dadurch hat sich eine sogenannte Kreditblase ergeben, weil der Zins, diese rote Linie, das ist das Pyramidenspiel. Von dem redet man ja, wenn man meint, der Crash ist nicht vermeidbar. Weil die Schuldzunahme automatisch pro Zeit zunimmt, aber die Werte, die schwarze Linie, die kann gar nicht mehr steigen. Das heißt, die Immobilienwerte steigen in ein paar großen Städten, steigen sie noch, aber im Landesdurchschnitt sind die Immobilienpreise der letzten 10, 20 Jahre nicht mehr gestiegen. Mhm. Ja? So, die Geldmenge steigt sowieso nur wenig und diese sogenannte orange Fläche, das nennt man die faulen Kredite, die bei Banken zwar in den Büchern stehen, aber durch keine Werte mehr gedeckt sind. Und wenn die Bank jetzt diese Werte, die Immobilien verwerten möchte, dann müsste sie die Hälfte von dieser Blase eben abschreiben und dann wäre die Bank pleite. Das will auch niemand von denen. Ja, und darum machen die schon Jahr für Jahr immer so etwa 20% Abschreibungen von den faulen Krediten und lassen sich ein bisschen was vom Staat ausgleichen und so. So mogeln sie sich jetzt eigentlich über den Konkurs, der schon lange fällig wäre, hinweg. Also sie machen Konkursverschleppung. Mhm. Ja? Mhm. Also in den Statistikbüchern der letzten 10, 20 Jahre hat man schon öfters gesagt, die Immobilienwerte sind eigentlich viel zu hoch angesetzt, aber nur damit die Bank nicht zum Konkursamt gehen muss und die Bilanz deponieren muss. Ja? Mhm. Dass sie noch in den Büchern sagen kann, ja, unsere Kredite sind ja noch mit Werte gedeckt, die aber gar nicht realisierbar sind. Ja? So, jetzt sind die Zahlen aus diesen Nationalbankbilanzen, die ich immer gelesen habe. Ich habe meine ersten Vorträge ja 1997 gehalten und 96 die Statistikzahlen der Schweiz natürlich verwendet, mit Franken noch. Damals war der Franken zum Euro, na, den Euro gab es damals noch gar nicht. Und diese Menge an Geld, muss man jetzt so sehen, die wir bekommen haben als Schulden, das ist die 750, 840 bis am Schluss 1015 Milliarden, also rund 250 Milliarden Neuverschuldung in 25 Jahren. Dann denkt man, das ist viel. Aber jetzt rechnen Sie mal die Zahl da oben, die 40 Milliarden. Bei 4% Zinsen benötigen wir ab 2011 eine jährliche Kreditzunahme von 40 Milliarden. 25 mal 40 gibt 1000. Ja? Mhm. Das heißt, wir hätten 2000 Milliarden gebraucht, um nur die Zinsen zahlen zu können, bei gleichem Kreditvolumen, aber damit wir immer die Zinsen zahlen können, nochmal 1000 dazu und die wurden nie geschaffen, weil wir dafür gar keine Sicherheiten hinterlegen konnten. So, und das ist die Konkurswelle der letzten 10 Jahre, der letzten 20 Jahre, muss ich sagen. Das ist das Spielchen, das Kinderspiel, eine Reise nach Jerusalem. Mhm. Immer im Dezember, wenn die Bank die Glocke läutet, Zinsen zahlen, merken die Industrieunternehmer, die um die 10 Stühle rumrennen, dass sie ja 11 Rumrenner sind und nur 10 Stühle und der 11. geht wieder pleite. Das sind die 10.000 Firmen. Mhm. So. Und der denkt immer, er sei selber schuld. Mia culpa. Mhm. Mein Fehler. In Wirklichkeit ist das System. Das System, dass die Geldmenge nicht zur richtigen Zeit, ich sage immer, die Aufgabe einer Nationalbank ist, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort,
die richtige Geldmenge zur Verfügung stellen und sie wieder rausnehmen, wenn sie nicht gebraucht wird. Also Geld schöpfen, Geld vernichten, Geld schöpfen, Geld vernichten. Und das kann nur ein warengedecktes Kreditsystem, das wir jetzt hier sehen. Mhm. Ja? Also hier ist nochmal die Notwendigkeit, dass dieses System nichts mehr taugt, dass es zu solchen Exzessen führt. Das war mal die Zahl in Deutschland, 2,03. Deutschland ist immer etwa 4-5 Mal größer in der Relation zur Schweiz, weil auch die Firmen in der Schweiz im Durchschnitt 10 Leute haben, in Deutschland haben sie 50 Angestellte. Ja? Also die Firmen sind größer und damit ist die Konkursverlustsumme auch ein bisschen größer. Eben, was ist die Aufgabe der Geschäftsbanken? So, das ist der schöne Satz eines Kreditmanagers von der Federal Reserve Bank in Atlanta. Wir, die Notenbanken, sind völlig abhängig von den Geschäftsbanken. Jetzt kommt eigentlich der Beweis hier, dass es gut ist, wenn die Geschäftsbanken Geld aus dem Nichts produzieren. Das darf man denen nicht als kriminelles, wie das der Hörmann macht, das sei kriminell. Das ist die Notwendigkeit, lesen wir hier mal weiter. Denn jeder Dollar, der umläuft, sei es als Bargeld oder als Buchgeld, muss von jemandem geborgt sein. Und der jemand geht ja zur Bank und nicht zur Notenbank. Die Notenbank kennt die Schuldner gar nicht, oder? Die sagt, macht ihr das da, ihr Großbanken, ihr habt ja den Kundenkontakt. Ja? Also wenn die Banken reichlich Geld aus dem Nichts erzeugen, geht es uns gut, wenn nicht, verhungern wir. Okay? Und es gibt nichts so etwas wie ein dauerhaftes Geldsystem. Wir gehen immer davon aus, es sei eine Geldmenge da und die zirkuliert x-mal, 10-mal im Jahr. Stimmt eben nicht. Die zirkuliert 2,5-mal. Ja? Komme ich nachher zurück. Wenn man das erst einmal wirklich verstanden hat, erscheint das Absurde dieser hoffnungslosen Situation fast unglaublich. Aber so ist es. Es ist wohl der wichtigste Sachverhalt, über den intelligente Menschen sich jetzt klar werden und nachdenken müssen und handeln müssen. Es ist so wichtig, dass ein Zusammenbruch unserer gegenwärtigen Zivilisation auf dem Spiel steht, wenn es nicht allgemein verstanden wird und die Fehler nicht rasch korrigiert werden. Sie sehen, es gibt auch in Notenbanken noch ethisch denkende Menschen. Er sagt, das ist ein Fehler der Zivilisation. Es könnte aber eben, wie die Guidestones ausdrücken, ein Konzept sein, um 80% der Menschheit zu liquidieren. Ja? Jemand könnte sagen, das ist doch toll, so räumen wir die Menschen weg. Die bringen sich sehr wahrscheinlich dann alle selber um. Haben wir nicht mal was zu tun. Die sehen sich vielleicht als Förster, der den Wald aufräumen muss. Zu viel Wild gibt zu viel Baumfraß, also muss man... Vielleicht haben die da irgendwie ein verkehrtes, hehres Motiv im Kopf. So ist es. Ja. Was jetzt kommt, ist meine Euroweg-Datenbank, die wir vor 12 Jahren entwickelt haben. Das ist dann die Vernetzung einer Warenbuchhaltung. Und das ist dann eine Theoriegrundlage. Wir brauchen eine Wirtschaftsphilosophie, die nenne ich Humanwirtschaft, das M bewusst groß geschrieben. Wir können das Problem also lösen. Und die Schweiz, wo ja gerade diese Vollgeldinitiative läuft, das ist zweimal der falsche Weg. Also den Notenbanken sagen, nur ihr dürft dieses, was es eben nicht gibt, dieses sogenannte fixe Geldsystem, von dem diese Vollgeldinitiative ausgeht. Die geht von total falschen Annahmen aus. Ja? Aber gut, die Leute sind sehr, ich möchte sagen, auf gutem Wege, die Menschen zu informieren. Das ist auch schon mal ein großer Schritt. Ja? Aber es wird abgelehnt, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Ja. Eben, wie entsteht Geldmangel? Also durch zu kurze Zahlungsziele wie Bar bei Lieferung. Jetzt kommt noch eine gute Erklärung, die ich Ihnen unbedingt erklären muss. Wenn 4 Leute sich gegenseitig etwas schulden, A, B, C, D, und der A ist am Schluss wieder der Letzte in der Reihe, also es sind 4 Leute, die ein Produkt machen. Und der Erste, der den Rohstoff liefert, ist aber dann auch noch der Kunde. Wir können jetzt sagen, es sind 10 Leute. Und alle zur gleichen Zeit die Zahlung haben wollen, um ein gemeinsames Produkt zu machen, dann brauchen alle 4 Leute zur gleichen Zeit einen Kredit. Weil das Geld kann keiner haben. Dann brauchen wir 4-mal mehr Geld, um etwas herzustellen, wenn wir kurze Zahlungsziele haben, sagen, ich will das Geld sofort, ich bin ja nicht blöd. Zuerst Kohle, dann Ware. Dann brauchen wir extrem mehr Geld, viel mehr Geld als, ich habe das hier beschrieben,
Wenn jeder seine Rechnung und Lieferung am gleichen Tag der Lieferung bezahlt haben will, dann müssen wir alle zu einer Bank gehen und einen Kredit beantragen, was statistisch von 4 bei 3 sowieso mangels Bonität nicht mehr möglich ist. Mhm. Hat noch niemand so richtig bedacht. Ja? Und für den Vernetzten, ich komme jetzt mit dem nächsten Bild, wir sind dann ein vernetzter Leistungstausch, für den unvernetzten Leistungstausch, hier ist unvernetzt unterschrieben, brauchen wir also 2000 an Bankengeld, wenn es um 500 Euro geht. Mhm. Und jetzt kommt das schöne Geschichtchen als Lösung, Sie kennen das. Es geht ja ein Mann geht in ein Hotel, es gibt ja so eine Fabel. Da geht dann die Theke, sagt, ich möchte mal das Hotel anschauen und auch die Gegend, ob ich hier eine Woche Urlaub machen will, und legt schon mal 1000 Euro auf den Tisch. Kennen Sie die Geschichte? Nee, die kenne ich nicht. Okay, ist hier genau das. Und dann geht der, Amerikaner haben sie gesagt, soll es sein, der Hotelbesitzer mit dem Tausender geht zum Metzger und zahlt die letzten 5 Rechnungen. Der Metzger zum Automechaniker und zahlt die letzte Reparatur. Der Automechaniker zu einer Dame, die immer im Hotel ihre Kunden betreut, bezahlt die Dame und die geht wieder ins Hotel und bezahlt die Zimmer der letzten 10 Nächte. Und nachdem am Abend der Gast wieder zurückkommt, ist der Tausender wieder an der Theke. Der Gast sagt, es tut mir leid, ich bleibe nicht hier, nimmt den Tausender und geht wieder. Mhm. Und in der Zwischenzeit haben 4 Leute ihre Rechnungen bezahlt. Okay. Indem sie den Kreis geschlossen haben, durch Information, der Zettel mit der Tausendernote war nur das Informationssystem. Ja? Also, wenn die das gewusst hätten vorher, über lange Zahlungsziele sind wir sowieso am Schluss wieder an der Stelle, wo wir den ersten Schein ausgegeben haben, der dreht sich einfach im Kreis und ist am Schluss wieder da. Wenn wir davon ausgehen können, dass es immer so ist, wir müssen uns nur vielleicht 730 Tage Zeit lassen, 2 Jahre, sage ich dem. Ich nenne das den elektronischen Wechsel. Dann werden wir, was heißt das? Dank vernetztem Überblick wird erkannt, dass durch Verrechnung letztlich keiner der 4 seinem Lieferanten vorher die 500 Euro in die Hand drücken muss. Und das vernetzte System gleicht die Konten automatisch aus, indem sie simultan gegeneinander verrechnet werden. Der Zahlungseingang wird sichtbar gemacht und es ist kein Bankengeld erforderlich. Punkt. Mhm. Wenn wir uns Zeit lassen, und das können wir uns nur, wenn wir den Zins rausnehmen, weil der Zins setzt uns unter Zeitdruck. Mhm. Darum sagt immer jeder, du, ich will sofort Geld, ich kann es mir nicht leisten und ich zahle doch nicht die Zinsen für dich. Ja, ja, ja. Der Zins setzt uns unter Zeitdruck. Also müssen wir den Zins abschaffen. Ja, und wie schafft man den Zins ab? Ja, in dem jetzigen System wird es sehr schwierig werden, weil darauf basiert das ganze System. Richtig. Ja. Der Zins basiert auf dem Geldmangel. Jetzt sind wir doch beim Thema. Du kannst den Zins nie verbieten, solange du nicht weißt, und jetzt kommt mein Lieblingssatz, wann, hier sind wir in Leipzig, genau, wie viel Geld braucht Leipzig morgen um 10 Uhr? Das wissen die Banken nicht. Das heutige Geldsystem hat keinen Schimmer. Ich sage dem, die Notenbanken und auch ihre großen Banken, die können ihre Aufgabe, ein Volk mit Geld zu versorgen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, gar nicht erfüllen. Weil sie von falschen Verschuldungskonzepten ausgehen. Sie sagen, ja, wir geben denen so viel Geld, wie es einen gibt, der Schulden macht bei uns. Mhm. Wie viel Geld die brauchen, interessiert uns doch auch nicht. Obwohl sie vorgeben, dass sie denn das Problem lösen würden, ja, können sie gar nicht. In einem vernetzten Warenkreditsystem, wo hinter jedem Konto, das wir nachher anschauen, eben ein Warentransfer Shop steht, da weiß ich morgen um 10 Uhr, alle Bestellungen über den Shop braucht genauso viel Geld. Und wenn am anderen Tag einige Konten wieder gegenrechnen können, dann löst sich das wieder in Luft auf. Es ist ein ständiges Schöpfen, Vernichten, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Menge. Und dann hat sich der Zins automatisch in Luft aufgelöst. Mhm. Ich nenne es, jeder schafft sein eigenes Geld. Ich muss nochmal einen Schluck nehmen. Also ich erkenne die Idee dahinter. Ich frage mich nur, wie man das implementieren kann, dieses System. Ganz einfach, das nächste Video. Okay. Ja, ja, ja. Erkläre ich Ihnen alles. Die Fragen habe ich mir alle schon in den letzten 10 Jahren beantwortet. Ich habe auch 5 Bücher darüber geschrieben. Ja. Und eines heißt, wie übernimmt man einen Staat? Ja. Das ist ganz bescheiden. Das finden alle toll. Ja. Alle suchen das. Es ist wie,
wie das Märchen von Rumpelstilzchen. Niemand weiß, dass Rumpelstilzchen Rumpelstilzchen heißt. Ja? Mhm. Wenn wir es wüssten, hat sich der Spuk in Luft aufgelöst. Genau, so ist es. Ich weiß, dass Rumpelstilzchen Rumpelstilzchen heißt. Und das Rumpelstilzchen in der Geschichte ist der Zins. Richtig, ganz genau. Mhm. So, wenn man ein neues System implementiert, auf Warenkredit abgeschützt, bei Null beginnt, ich nenne es Geburt, und irgendwann stirbt das auch, ich nehme an, aber erst in ein paar tausend Jahren, dann beginnt ja jeder mit Null. Jeder ist ja Konsument. Und als Kind kommen wir mit was auf die Welt? Mit Blankokredit. Abgesichert durch unsere Möglichkeit, wenn wir dann groß sind mit 20, dass wir den Kredit zurückzahlen. Sie sehen, die erste Kreditbasis passiert auf 20 Jahre. Hätten wir nur ein Jahr Babykredit, wir würden nach einem Jahr sterben, weil wir noch nichts zurückzahlen können. Mhm. Ja, oder wir wären pleite als Baby im ersten Jahr. Gut. Also, Sie sehen, hier gibt es lange Zeiträume, ich nenne das 20 Jahre. Nachher haben wir dann das Minus irgendwann mit 30, 35 auf Null gebracht und dann sind wir erfolgreich, gehen nach oben, aber vielleicht sterben wir zu früh und, oder gehen zu früh in Rente, brauchen viel und machen hier Minus. Ja? Die blaue Linie ist der, der sagt, ich bin fair, ich mache genauso viel Schulden, wie ich am Schluss dann mit Plus übrig lasse, respektive ich sterbe dann, wenn ich bei Null bin. Den können wir natürlich auch nehmen. Und die zwei oberen, die sind natürlich toll. Die brauchen wir. Die gleichen nämlich das Konto aus von dem, der sagt, ich komme als behindertes Kind auf die Welt. Ja. Und ein neues System muss für alle vier Platz haben. Und fragen Sie mal eine Bank, ob sie für den und den ein Konto eröffnet. Kaum. Ich denke ja nicht. Also können wir mit denen nicht weitermachen nach dem großen Crash. Ja. Also wir brauchen zwingend ein alternatives System, das nicht auf Verschuldung aufbaut, das nicht mit einer goldgedeckten, physisch wahrnehmbaren Tauschwährung beginnt. Also das können Sie alles vergessen. Ja? Also habe ich keine Lust, noch mal weiterzuspielen die nächsten 70 Jahre. Man weiß ja, so ein System hält immer 70, 80 Jahre, dann crasht sowieso. Und die Gewinner sind dann immer die gleichen? Bleibt immer das Gleiche. Ja. Ja, das ist die letzten 300 Jahre so gegangen. Das wird auch nachher so gehen. Sie sehen die Basis für den unlimitierten Blankokredit. Es braucht eine humane Philosophie. Jetzt sind wir wieder bei meinem Buch. Das ist das Buch 1. Haben Sie ja letztes Mal vorgestellt. Mhm. Okay. Komischerweise hat nicht einer danach gefragt. Das hat es niemand bestellt. Mhm. Die Leute wollen nicht lesen, darum müssen wir ein Video machen. Okay? Ja, es ist auch schwierig. Ne? Also die Thematik ist natürlich nicht einfach zu durchdringen. Ja. Ja. Noch nicht. Noch nicht. Ja. Das sind jetzt halt ein bisschen langlesbare Vergleiche. Die aber alle bei Ihnen auf der Homepage nachzulesen sind. Genau. Also für alle Zuschauer, die das jetzt nicht genau lesen können. Alle Informationen sind natürlich auf Ihren Webseiten, die wir natürlich auch alle mit eingeblendet haben und unter dem Video stehen, im Detail nachzuschauen, wer das genau ergründen möchte. Ja. Richtig, genau. Das überspringen wir jetzt alles. Das ist also ein Lösungskonzept. Sie können es selber lesen, Sie können das Video natürlich anhalten. Ich lese jetzt die nicht mehr vor, das lese ich auch nicht mehr vor. Ich habe also bewusst jetzt hier, ich nenne es die Invertierung des heutigen Systems. Man kann an diesem heutigen System nichts verbessern, man kann auch nichts mehr übernehmen. Man kann es nur 180 Grad umdrehen, invertieren. Es steht hier, was dann daraus wird. Und die Deckung eines Geldes ist immer die menschliche Arbeitskraft. Das ist auch keine Erfindung von mir, hat schon mal einer gesagt. Und jetzt kommen wir noch zum wichtigsten Teil, das geht aber auch nur kurz. Wir haben diese Euroweg-Verrechnungsdatenbank entwickelt, schon 2005. Wir haben sie aktualisiert, 2015. Die ist jetzt zwei Jahre wieder auf bestem Weg, als Grundlage zu dienen für das, was wir, ich sage immer nach dem Crash. Und ich möchte das nicht wie jetzt eine Bitcoin-Währung einführen und langsam ein paar Leute dafür gewinnen. Wir machen das gerne, dass Leute über unsere Software Kristallwasser kaufen können. Aber wichtig ist, dass sie die Philosophie verstehen und dass sie uns politisch unterstützen. Wir müssen eine Partei, eine Bewegung in der Schweiz finanzieren können. Ich habe es letzte Mal gesagt, 30 Millionen ist das Minimum. Mhm. Ist nicht das Minimum, ist mehr als genug, weil in der Schweiz ist ein Wahlkampf nie mehr als 10 Millionen. Und mit 30 Millionen kann man das so den Leuten erklären, weil man über eine Volksinitiative sofort medienwirksam im Fernsehen ist. Mhm. Ja? Und es hat mal ein kluger Mann gesagt, wenn ich diese Theorie oder meine Vorträge eine Stunde im Fernsehen zeige, gibt es am anderen Tag sowieso eine Revolution.
Weil dann wollen 95% der Menschen, dass es sofort umgesetzt wird. So. Ich ändere den Menschen das Bewusstsein. Ein Kunde, ein Lieferant, die machen einen Warentausch mit Ware, die Kilos, Liter, Stunden und Stück. Und was ist Geld? Wenn wir es entmaterialisieren, ist es nur noch eine Währung, eine Gewichtung. Ja? Es ist nur der gemeinsame Nenner für unterschiedliche Produkte, damit wir zusammenzählen können. 15% Mehrwertsteuer in Zukunft wird ausreichend sein. Und dann ist dieses Dokument, das wir heute Rechnung nennen, der Geltungsschein. Also der Geld Geldschein. Mit T, von Geltung mit T, her. Genau. Ja, ja. Darum, ich schreibe überall Geld mit T. So, jetzt sind wir an dem, was ich Ihnen hier in einem kleinen Video zeigen möchte. Sie sehen also ein Video auf der Webseite bei uns auch anzuklicken, wie das Euroweg-Verrechnungskonto eröffnet wird, dass wir zwei Konten haben, für den Umstieg noch das alte Geldsystem physisch als Papiergeld und dass wir einen virtuellen sogenannten Verrechnungskreis haben. Das Handy-Kassakonto ist eben Cash und dass man, das Wichtigste muss man verstehen. Wie entsteht ein Einkaufsrahmen? Wie geht diese Kreditgeldschöpfung? Das ist hier diese minus 33.000 und weitere Videos werden dann folgen. Ja? Jetzt schauen wir dieses Video kurz an. Also Euroweg ist für ein Konto zu eröffnen und einen Kreditrahmen zu vergeben. Man registriert sich unter www.euroweg.net. Das wird dann als Login nachher. Das ist die Startseite, wo Sie auf diese Registrierung kommen. Registrieren sind 4-5 Seiten, das müssen Sie einfach in Ruhe durchgehen. Das geht jetzt hier relativ schnell. Oben sehen Sie 1-5, Ihre Daten eingeben. Ein Passwort muss man eingeben. Das Ganze ist aufgebaut auf Ihrer E-Mail-Adresse und auf dem Passwort. Das ist das Login. Mhm. Ja, relativ einfach. Ein paar Sicherheitsantworten kann man eingeben. Konto ist eröffnet. Dann loggen Sie sich ein. Ihre Kontoeröffnung ist also da. Hier können Sie Ihre Stammdaten natürlich ständig ergänzen. Ich habe mich natürlich nochmal selber eröffnet. Dann sehen Sie, im Moment ist das Kassakonto, das ist das Cashkonto mit dem Symbol Euro, also 79.000 ist Ihr Konto. Und links sehen Sie die virtuellen Konto, das ist die Kryptowährung. Im Moment überall null, aber Sie sehen überall empfohlenes Buchungsminit oder verfügbarer Euroweg-Betrag. Jetzt zeige ich Ihnen, wie wir vom System her, nein, zuerst noch ein Angebot. Sie müssen zu jedem Konto eine Leistung, ein Produkt eingeben. Mhm. Also meine Produkte sind auf meiner Webseite. Mhm. Hier habe ich mal gesagt, es gibt viele Rentner, die sagen, sie haben nichts mehr anzubieten. Dann sage ich, doch, du bist ja da, du hast selber was anzubieten. Gib das ein, gib ein Bild rein, sag, wie viel dein Stundensatz ist. Oben war, wie viel Prozent er in echtem Geld, also in Bankengeld noch haben will. Hier haben wir 50% jetzt eingegeben, halbe, halbe. Das heißt, einen gescheiten Betrag und dann kann man diese Leistung bei jemandem bestellen. Die Firma oder der entsprechende gibt sich als Bild nochmal ein Logo kann er reingeben zur Firma. Das ist natürlich für Firmen richtig und jetzt kommt das Entscheidende. Ich bin der Systembetreuer und ich gebe jetzt Ihnen auf dieses Konto, das jetzt sich neu eröffnet hat, bekommt jeder von uns eine Mail. Dann sehe ich, aha, dieses Konto ist neu. Dann gebe ich diesem, so sieht im Moment sein Kontorahmen aus, überall null. Er hat einen Wegbegleiter, der für ihn zuständig ist, immer den Kreditrahmen zu erhöhen. Und jetzt kommt das Wichtigste, Einkaufsrahmenvergabe. Das ist jetzt, was die Grundvoraussetzung ist, Sie sehen, bisheriger Einkaufsrahmen 0. Jetzt bekommt er 33.300 Euro Weg, mit dem Weg vorne dran. Und Sie sehen, die Kreditvergabe ist erfolgreich abgeschlossen. Jetzt hat er auf seinem Konto ein Minuslimit freigeschaltet, um für 33.000 Ware einkaufen zu können, die aber nur in diesem virtuellen Geld angeboten wird. Ich mache den Leuten am Anfang ein kleines Geschenk zur Eröffnung, damit sie sehen, wie ein Transfer geht. Man kann also virtuell Geld transferieren und auch im Cash-Modul Geld transferieren. Erfolgreich abgeschlossen.
Der Empfänger muss die Transaktion bestätigen und damit haben wir ein Konzept hier angeboten, das eigentlich alle Bedürfnisse des zukünftigen Geldes erfüllt. So. Was das, meinen Sie? Das klingt jetzt erstmal nicht so kompliziert, das anzumelden. Mir fehlt noch die Vorstellung, wie man das organisatorisch umsetzen kann. Ja? Also wenn jetzt dann das System crasht, alle Leute suchen was Neues, die Leute kapieren, dass das eine gute Sache ist, dann sind es ja auf einen Schlag Millionen Menschen, die diesen Weg gehen wollen. Das würde ja bedeuten, sie können das alleine nicht mehr organisieren, nein, sondern richtig. Sie brauchen eine ganze Struktur. Richtig, wie, genau. Wie organisieren Sie das? Wie soll richtig. Der ganze Weg dann organisiert werden? Das muss es dann eine Staatsinitiative ja. Initiative sein, die das Ganze voranbringt? Oder wie ist das? Geben Sie mir 30 Millionen, dann ist es in 4 Wochen organisiert. In jedem Kanton eine Wegzentrale, in jeder großen Stadt eine Wegzentrale, so nennen wir das. Das nennt sich eben Welteinheitsgeldzentrale. Mhm. WEG. Ja, WEG, Welteinheitsgeld. Man muss groß denken. Kleine Experimente haben eh keine Zukunft. Ja. Mhm. Und dort müssen Leute sitzen am Computer, die den Menschen helfen, die Konto zu eröffnen, wenn sie es nicht von zu Hause aus selber machen können. Mhm. Die Kreditvergabe und eben einen Artikel einzugeben, das weiß heute, also Kreditvergabe machen dann meine Leute. Ja, die den Zugang haben zu dieser Freischaltung eines Wareneinkaufrahmens. Mhm. Und dann ist das Konto frei. Solange es noch Bargeld geben würde, und ich denke auch nach dem Crash, gibt es irgendein Bargeld. Der Staat hat vorbereitet und dann verteilen sie irgendein Bargeld. Aber die Menschen wissen dann, jetzt müssen wir handeln. Und jetzt stellen wir um, vielleicht noch 20-30% Bargeld und den Rest machen wir schon virtuell. Mhm. Als Argentinien bankrott war, was haben die Leute gemacht? Zettelchen gegeben. Sie haben auf Ihre Visitenkarte geschrieben 100 Euro. Ja? Hier steht Name und Schuldner. Mhm. Ja? Ich gebe dir für die Flasche Kristallwasser 20 Euro. Mhm. Steht auf meiner Visitenkarte. Plötzlich ist die Visitenkarte ein Papiergeld. Mhm. Ja? Mhm. Also die Leute sind da schnell im Organisieren. Und wenn Sie wissen, es gibt eine elektronische Lösung und auch in einem Crash Strom werden wir innerhalb von 24 Stunden wieder haben. Computer werden innerhalb von 12 Stunden wieder laufen. Mache ich jede Wette. Mhm. Also die, die Angst haben und sagen, ja, Computer, das gibt es ja dann eh nicht mehr und Strom haben wir auch nicht mehr und wir müssen uns auf 3 Monate Überlebenstraining mhm. einlassen, im Keller eingebunkert und mit Gasmaske und so weiter. So schlimm wird es nicht werden. Also ich sehe das Potenzial, auch wenn ich es noch nicht ganz durchstiegen habe. Das hat aber damit zu tun, dass ich in Finanzen sowieso nicht der, sagen wir mal, nicht die hellste Kerze auf der Torte bin. Ja, so, also finanztechnisch war ich noch nie der Fitteste. Aber was ist Ihr nächster Schritt jetzt? Okay, wir gehen öffentlich, wir machen das Video. Sie haben etliche andere Pläne noch, aber was ist der konkrete nächste Schritt? Muss jetzt erst der große Crash kommen? Muss das Ding gegen die Wand fahren? Oder müssen wir jetzt einfach den Herrn Scholz aus Hamburg, der neue Finanzminister, so wie er gehandelt wird, hier hinsetzen und sagen, pass auf, hier habe ich was für dich? Die jetzigen Regierungen werden sowas nie übernehmen. Denen können Sie Ratschläge erteilen, das ist in den Wind gereimt. Ja. Wir müssen als Kenner der Materie, ich möchte wie gesagt über 10 Videos all diese früheren politisch interessierten Menschen, die als Listenfüller ganz unten auf den Listen waren, die möchte ich auch akquirieren. Dafür brauche ich eben diese Parteizentralen. Ja. Mhm, dann holen wir die Leute rein in 3 Tagen Seminar oder eine Woche Seminar, hat es jeder verstanden. Das ist eine neue, frische Mannschaft, nicht vorbelastet. Sie bekommen von mir die Sicherheit, dass wenn Sie im Parlament sitzen, Sie brauchen keine Altlasten übernehmen. Der Staat geht eh pleite, respektive die Banken sind ja pleite, oder? Dann ist der Staat eigentlich auch pleite. Und dann fangen wir bei null neu an. Okay. Es gibt keine andere Variante. Und diese Revolution, die kommt. Das klingt nach einem guten Plan. Also ich hoffe mir sehr, dass da einige Leute sich davon angesprochen fühlen und dass das dann damit auch auf den Weg kommt. Ich würde es mir wünschen. Ja? Also, und wir haben ja noch einige andere Themen, die wir auch besprechen können in Zukunft. Ja, genau. Noch ein Punkt von Ihrer Seite aus? Nein, ich freue mich aufs nächste Video. Das wird dann heißen Steuerreform. Ich habe es mir schon ausgedacht. Ich muss mal den Leuten erklären, warum ich eigentlich... diese verrückte Idee habe, in diesem System gibt es keine Gewinnsteuer mehr. Ja? Mhm. Und wenn ich der ganzen Unternehmerschaft beweisen kann, Gewinnsteuer
Und jedes Jahr Buchhaltung abgeben ist vorbei. Eine Warenumsatzsteuer genügt und die ist jede Minute fällig. Und ist im System abgerechnet. Und der Staat, der neue Staat, kriegt über dieses Kontosystem jede Sekunde genug Geld, um seine übergebliebenen Verpflichtungen zu erfüllen. Wenn man das gesehen hat, dann bin ich sicher, Herr Stein, wir haben sofort das Geld und wir haben die Mannschaft und wir können innerhalb von 3 Monaten ein neues System implementieren. Ihr Wort in Gottes Gehörgang, ich wünsche es mir sehr. Also ich freue mich darauf, wenn wir nochmal in die Bütt steigen hier. Ihnen alles Gute. Danke. Dass Sie wieder herkommen und dir, Hanka, auch alles Gute zu Hause in der Schweiz. Und vor allem, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Also wie gesagt, die ganzen zusätzlichen Informationen gibt es alles auf den hier unten eingeblendeten Webseiten. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid hier bei Steinzeit. Alles Gute, bis dahin.